Herr Professor Scheer, wo liegen aus Ihrer Sicht die Trends im Geschäftsprozessmanagement? Wo liegen die zukünftigen Potenziale? Ich glaube, wir kommen in eine sehr spannende Zeit hinein, wo Geschäftsprozessmanagement nicht nur eine Optimierung interner Abläufe ist, zur Unterstützung eigentlich der Wirtschaftlichkeit innerhalb eines Unternehmens, sondern wir sehen, dass Prozessinnovationen eben auch ganze Branchen in neue Richtungen hinein bewegen können. Wir haben ein Schlagwort, das heißt Industrie 4.0, wo eben das Internet benutzt wird, um jetzt hier Objekte zu steuern und miteinander über Kommunikationsverbindungen in Beziehung zu setzen. Maschinen sprechen mit Maschinen, Maschinen sprechen mit Produkten. Ein Produkt kennt seinen Arbeitsplan, welche Tätigkeiten an ihm durchgeführt werden müssen in der Produktion, funkt die entsprechenden Produktionsanlagen an, ob sie frei sind, und sucht sich praktisch selbstständig den Weg durch die Produktion. Dieses bedeutet, dass ganze Industrien sich in neuer Form organisieren. Und das sind im Endeffekt Prozesse. Wir sehen ja auch, dass der gesamte Handel in Bewegung geraten ist durch das Internet. Und dort entstehen automatisch neue Prozesse, neue Logistikprozesse. Es ist eine Seite, wie komme ich zu einem neuen Produkt über das Internet und kann es bestellen. Aber die andere Seite ist eben, wie wird es anschließend auch geliefert? Über welche Logistik wird eben dann das Produkt auch zu mir nach Hause befördert? Alles das sind Prozesse. Die Banken verändern sich. Wir sehen, dass in Afrika Überweisungen fast nur übers Handy durchgeführt werden, weil man andere Infrastrukturen weniger hat, als wir es haben. Dort können wir praktisch neue Prozesse auch lernen, wie sie in Anführungsstrichen nicht so hochentwickelten Ländern bereits realisiert werden. Das heißt, wir kommen aus der Betrachtung einzelner Unternehmenssituationen heraus und betrachten ganze Branchenentwicklungen. Wie werden sich hier die Verhältnisse zwischen auch Branchen verändern? Wo werden Substitutionen stattfinden, dass Industrieunternehmen Dienstleistungen durchführen, Dienstleister aber auch plötzlich Produkte mit anbieten? Wir sehen das in der Hightech-Industrie, in unserer eigenen Industrie, dass Softwareunternehmen plötzlich Hardwareunternehmen aufkaufen, also auch Hardware dann plötzlich anbieten. Wenn Sie nur daran denken, an das Kindle als ein Produkt von Amazon. Das heißt also, die Unternehmen verändern sich auch in ihren Strukturen, und das bedeutet jeweils, dass neue Prozesse entstehen und auch diese neuen Prozesse solche Strukturveränderungen treiben. Treibt denn dann die Technologie die Prozessinnovation? Sie haben jetzt als Beispiel mobile Technologien erwähnt. Ist die Technologie Haupttreiber oder sind es andere Aspekte, gesellschaftliche Veränderungen, die dazu führen, dass Prozesse sich verändern? Akzeptanz, Nutzerakzeptanz. Heute gehen ja Nutzer ganz anders mit Technologie um als noch vor 10 Jahren. Ich glaube, wir haben noch nie eine solche Situation gehabt, wo so viele Technologiebrüche zur gleichen Zeit stattfinden. Also die Benutzeroberflächen ändern sich, sie kommen mehr aus dem Konsumbereich, man nennt das ja auch dann Consumerization, und kommen von daher auch in den professionellen Bereich. Man will nicht mehr klassische Business-Oberflächen haben, sondern man möchte eine Oberfläche haben, wie man sie vom iPad oder vom iPhone her gewohnt ist. So, das ist nur ein Aspekt. Gleichzeitig sehen wir, dass die ganze Datensituation sich ändert, die ja gerade in der Informationsverarbeitung eine große Rolle spielt. Wir haben ein Paradigma Wechsel in der Betrachtung der Redundanz von Daten. Wir haben lange gedacht, wir müssten Daten redundanzfrei speichern. Dieses wird aufgehoben. Also bei Google werden Daten an mehreren Stellen gespeichert. Das sieht jeder, der eine Anfrage richtet, dass er dann ähnliche Ergebnisse mehrfach bekommt, weil die Daten eben unter ganz unterschiedlichen Suchbegriffen nochmal gespeichert worden sind. Also dieses Paradigma der Redundanzfreiheit wird aufgehoben. Wir haben natürlich die Mobilität, wir haben die Social Media, alles das bringt jetzt neue Ideen hinein, die auch dann nur wirtschaftlich sinnvoll sind, wenn man auch zu neuen Organisationsideen kommt, die jetzt eben solche Technologieänderungen aufnehmen und zeigen, dass man hinterher wirtschaftlicher ist, kundenfreundlicher ist, bessere Umsätze machen kann. Nur dann ist ja auch eine Technologie erfolgreich. Und das bedeutet, dass man diese Möglichkeiten, die in den Technologien liegen, erkennt und in neue Geschäftsmodelle und in neue Geschäftsprozesse einkleidet.
Haben wir dadurch denn nicht jetzt einen Paradigmenwechsel im Geschäftsprozessmanagement? Vor Jahren war es doch immer Hauptziel, wir wollen die Prozesse standardisieren, wir wollen sie optimieren, wir wollen sie möglichst effizient machen. Wenn wir jetzt aber von Social Networks, von mobilen Anwendungen ausgehen, dann müssten doch eigentlich die Paradigmen eher sein, Individualisierung der Prozesse, Flexibilisierung, Vereinfachung für den Endnutzer. Merkt man das auch in dem Ansatz, wie Geschäftsprozessmanagement dann gemacht wird? Ich glaube, ja. Generell geht die Informationstechnik, glaube ich, aus der reinen Unterstützung von Arbeitsabläufen hinaus. Und man bezeichnet das ja auch als Breaking the Rules of Business. Das heißt also, Informationstechnik geht in die Produkte der Unternehmen hinein. Dienstleister verkaufen praktisch Informationstechnik, wenn wir an Logistikunternehmen denken und an ähnliche. Das heißt also, die Prozesse werden auch damit zu Produkten, die an die Kunden verkauft werden, sodass also die reine Standardisierung oder das Effizientmachen von internen Abläufen nicht mehr im Vordergrund steht, sondern eher die Innovationskraft, die in neuen Prozessen steht. Und viele Produktinnovationen werden auch durch Prozessinnovationen begleitet. Entweder, dass eben zur Erstellung der Produkte neue Prozesse erforderlich sind, um sie kostengünstiger zu machen, andere Qualitäten bereitzustellen, als das vorher war. Oder dass eben mit materiellen Produkten auch After-Sales-Prozesse geliefert werden oder Begleitprozesse geliefert werden. Gucken wir uns ein Auto an. Es steht ja jetzt gar nicht mehr unbedingt die Verbesserung der Fahrleistung im Vordergrund, sondern eben stärkere Sicherheitsaspekte, mehr Entertainment. Wie kriege ich das Internet ins Auto hinein? Wie kann ich eine bessere Navigationsunterstützung bekommen? Wie kann ich Fahrzeuge miteinander verbinden, die sich gegenseitig warnen vor bestimmten Engpässen, vor Staus? Wie kann ich Fahrzeuge mit der Infrastruktur verbinden, dass sie von der Ampel bestimmte Informationen bekommen oder die Ampelschaltung auf den Verkehrsfluss noch intelligenter reagiert. Alles das sind ja im Endeffekt Prozesse, die hier ablaufen und die zeigen, dass eben dieser Gedanke, in Prozessen überhaupt hier Innovation darzustellen, immer mehr an Kraft gewinnt. Das heißt, Produktinnovation und Prozessinnovation greifen ineinander. Ja. Das bedeutet ja fürs Prozessmanagement, dass es Bestandteil der Produktentwicklung ist. Ja, das ist der Fall. Insofern müssen wir auch sehen, dass dann sich das, der Charakter auch des Informationsmanagers sich verändert. Und wir haben ja in der Mitte des CIOs nun ein I, also ein I im Amerikanischen. Ja. Ja. Und das kann man eben unterschiedlich interpretieren. Es muss nicht nur Information heißen, sondern es kann eben auch Innovation heißen. Und wir sehen ja auch in vielen Unternehmungen, dass eben dieser Gedanke, wie kann ich neue Produkte auf den Markt bringen, durch Einbeziehung der Informationstechnik immer mehr an Kraft gewinnt. Und dann wird automatisch eben der Informationsmanager nicht mehr derjenige, der eben hier die Infrastruktur betreut und aufpassen muss, dass die Server alle funktionieren, sondern er ist viel mehr in das Geschäft der Organisation, der Unternehmen eingebunden. Das heißt, Prozessmanagement ist eine Aufgabe im Unternehmen, die kontinuierlich durchzuführen ist. Es ist eine Aufgabe, die nicht nur kontinuierlich durchzuführen ist, sondern die eben auch in alle Bereiche reingeht und auch gerade in die strategischen, wichtigen Bereiche der Produktinnovation. Und da müssen wir eben sehen, dass wir auch dort verkrustete Strukturen überwinden, dass eben auch da traditionelles Denken, dass man Produkte nur als Hardware ansieht, aufgelöst wird, indem man sagt, wie viel kann eben jetzt an Begleitfunktionalität über Informationstechnik diesen Produkten noch mitgegeben werden. Wie viel von den Aufgaben des Thema Prozessmanagements würden Sie sehen bei speziell dazu ausgebildeten und dafür eingesetzten Mitarbeitern? Und wie viel würden Sie sehen bei Mitarbeitern, die eigentlich andere Aufgaben haben? Sollte jeder heute sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben?
Ja, es ist ja ein Querschnittsthema. Jeder ist an seinem Arbeitsplatz für den Prozess, den er bearbeitet oder die Prozesse, die er bearbeitet, ja auch in gewisser Weise verantwortlich. Es gibt kein Unternehmen, das keine Prozesse hat. Das gibt es einfach nicht, sondern jeder arbeitet in irgendwelchen Abläufen und kann eben auch drüber nachdenken, ob er die verbessern kann. Aber das ist eben, sagen wir mal, der herkömmliche Ansatz, der auch okay ist. Und dann werden, insofern werden auch die Bewertungskriterien, die man für einen guten Prozessausführung macht, nicht obsolet werden. Aber das Spannende meines Erachtens ist eben das Eingehen von Prozessen in Produkte, und das wird neue Wettbewerbssituationen auch hervorrufen. Man braucht sich ja nur mal durch den Kopf gehen zu lassen, wieso ein Start-up-Unternehmen wie Amazon zu einem erfolgreichen Handelsunternehmen geworden ist und auch darüber hinausgeht. Das Unternehmen ändert sich im Augenblick auch noch wieder sehr stark, und ein Traditionsunternehmen wie Quelle hier in Deutschland Konkurs gegangen ist. Wer hat da nicht aufgepasst und woran liegt es? Ich glaube, es liegt daran, dass man die Prozesse nicht in der Weiterentwicklung richtig gesehen hat. Vielen Dank für das Interview.